Guten Tag, Bormann, Berlin, Lehrer. Glauben Sie, dass jemand vorhat, Deutschland zu zerstören? Warum frage ich das so? Naja, angenommen, das wäre so, würden wir das ja rauskriegen, nicht wahr? Wir würden uns einfach überlegen, wie wir das tun würden, wenn wir das vorhätten. Wir würden also versuchen, das gesamte Know-how abzuziehen von Deutschland. Wir würden versuchen, das gesamte Geld abzuziehen von Deutschland. Wir würden versuchen, alles billig aufzukaufen von Deutschland. Wir würden versuchen, unsere Politiker in führende Positionen zu bringen. Wir würden versuchen, den Leuten möglichst wenig Mitspracherecht einzuräumen. Wir würden versuchen, möglichst wenig Geld zu investieren, zum Beispiel in Straßen, Schulen und so weiter. Wir würden versuchen, möglichst wenig Geld an Renten auszuzahlen. Wir würden versuchen, die Löhne möglichst niedrig zu halten. Wir würden also alles das versuchen, was gerade läuft. Das ist ja seltsam. Deutschland wird zerstört? Wer ist denn da am Ruder? Wer macht denn das? Denken Sie nach.